Wir sind gerade am Hof von Herrn Abenhardt angekommen. Das ist einer der größten Möhrenproduzenten in Nordrhein-Westfalen. Und was den Hof so ausmacht, das frage ich am besten den Chef selbst. Ja, hallo. Schön, dass ihr heute bei uns angekommen seid. Wir sind einer der Möhrenproduzenten hier in der Region. Wir bauen Möhren an, wir waschen die hier und verarbeiten die, sodass sie zum Supermarkt kommen können anschließend. Und das sollten wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Wir versuchen jetzt mal den Weg der Möhre vom Feld in den Laden nachzuvollziehen und befinden uns jetzt in einer großen Lagerhalle. Was passiert hier? Hier werden die Möhren direkt nach der Ernte eingelagert. Wir haben hier unsere biologisch erzeugten Möhren, die im Oktober geerntet werden. Und hier bei 0,5 Grad Celsius und über 90% Luftfeuchtigkeit bis Mai gelagert werden können und wir die Ware just in time in die Verpackungshalle herüberbringen können. Dann sind wir schon beim Schritt 2. Die Möhren kommen aus der Lagerhalle. Was passiert dann? Die Möhren werden als erstes mal ordentlich gewaschen. Wir bringen sehr viel Wasser zusammen mit den Möhren in eine Waschtrommel. Und durch das Reiben der Möhren aneinander mit dem Wasser dazu wird die Ware ordentlich gewaschen. Der Dreck geht alle runter, die Erde wird abgespült und anschließend werden die Möhren poliert. Mit einer Bürste wird die Möhre richtig auf Hochglanz gebracht, dass sie sich hinterher in der Möhrenschale beim Verkauf gut präsentiert. Nach dem Waschen wird die Ware sortiert mit einer optischen Kamerasortierung. Von jeder Möhre wird ein Foto gemacht und dann wird entschieden, darf die Möhre weiter in den Verarbeitungsprozess bleiben oder wird sie als faule Möhre, als Tierfutter aussortiert. Wenn die Maschine, die das hinter uns macht, damit fertig ist, gibt es hier noch Handpersonal, was mit der Hand die Ware noch weiter sortiert und nochmal danach guckt, ob auch keine mehr dabei ist, die irgendwie von der Form oder von der Qualität nicht den Anforderungen entspricht. Das ist das, was wir jetzt hier neben uns sehen können. Die faulen Möhren sind ja jetzt aussortiert. Es wird aber noch weiter sortiert. Wie genau? Genau, als erstes sortieren wir jetzt die Möhren nach der Länge. Alle Möhren zwischen 10 und 20 cm Länge dürfen weiter hinterher in den Verarbeitungsprozess drin bleiben. Und alle, die von 20 mm bis 40 mm Kopfdicke sind, die werden weiter zu den Verpackungsmaschinen geschickt, um dann in 1 Kilo Beutel, Schalen oder in 2 Kilo Beutel verpackt zu werden. Gehen wir da mal hin? Da gehen wir mal hin und gucken uns das an. Die Möhren hier sehen ja jetzt schon fast so aus, wie die man auch im Supermarkt kaufen kann. Was passiert hier jetzt noch? Ja, wir sehen hinter uns den Abpackprozess für 2 Kilo Möhrenbeutel. Wir wollen hier zwischen 25 und 40 Möhren für 2 Kilo in den Beutel bekommen. Das geht vollautomatisch mit Computerwagen, die das für uns erledigen. Wir schaffen hier ungefähr 150 Beutel, 2 Kilo pro Minute, die dann hier in unserer Eigenmarke im Beutel zu finden sind und dann zu den Kunden im Supermarkt geliefert werden. Ich hätte nochmal voll Bock, jetzt eine Möhre zu essen. Kriege ich irgendwo noch eine her? Los, ja, machen wir das. Gibt es eigentlich so Geschmacksunterschiede, wesentliche zwischen Möhren oder ist Möhre Möhre? Nein, es gibt Unterschiede. Der Geschmack der Möhre ist abhängig vom Erntetermin, wann sie geerntet wird, von der Sorte und ganz entscheidend ist der Standort, auf dem sie gestanden hat. Wie die Bodenverfügung war, was für Nährstoffe im Boden waren und was die Möhre anreichern konnte. Das ist der entscheidende Punkt, was den Geschmack ausmacht. Dann probiere ich die jetzt mal. Schmeckt? War lecker.